9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven und senden die Suchmeldungen. Für jeden der aufgeführten Namen liegt eine Nachricht vor. Wie lange sind Sie eigentlich verheiratet? Ich bin verheiratet. Nein, ja bloß. Viel haben Sie aber nicht gehabt von Ihrer Ehe, oder? Doch. Einen halben Tag und eine ganze Nacht. Der Hermann ist tot. My man is dead. Der Film Die Ehe der Maria Braun ist ein bewegendes und spannendes Sittenbild der frühen 50er Jahre. Hanna Schygula als Maria Braun, eine Frau, die sich mit allen Mitteln zum Erfolg durchkämpft. Nicht ahnend, dass die Männer in ihrem Leben bereits über ihr Schicksal entschieden haben. Hermann? Schau mal, Bill. Das ist der Hermann. Sie können Ihr Verhör beenden. I beg your pardon? Ich habe den Neger erschlagen. Herr Senckenberg hat schon recht, ich verstehe nichts vom Geschäft, aber ich verstehe was von der deutschen Frau, von Nylon und Gewebten. Ich verstehe überhaupt sehr viel von der Zukunft, da bin ich sozusagen Spezialist. Frau Braun hat doch wirklich keine Erfahrung auf unserem Gebiet. Dann macht sie eben jetzt welche. Ich heiße Karl Oswald. Hermann Braun. Ich bin ein Freund Ihrer Frau. Ich weiß, was wollen Sie? Ich wollte den Mann kennenlernen, den sie liebt. Die Ehe der Maria Braun zeigt die große und dramatische Geschichte einer Liebe. Die Geschichte einer Frau zwischen zwei Männern. Klaus Löwitsch als ihr Mann Hermann Braun, der aus Liebe zu ihr einen Mord auf sich nimmt. Ivan Desny als ihr Geliebter, der bekennt, Hermann Braun war mir ein Freund, obwohl er die gleiche Frau liebte wie ich. Ich bin traurig. Die Ehe der Maria Braun ist eine authentische Schilderung der 50er Jahre. Frau Braun! Frau Braun! Frau Braun!